schön in unsere Woche. Hallo und moin aus dem Norden. Wenn ihr euch wundert, warum wir alle so fröhlich sind, das liegt in erster Linie daran, dass der Techniker verlernt hat, das Programm zu bedienen, nur weil er mal 4 Wochen nicht gestreamt hat. Also ein bisschen peinlich, aber egal. Es läuft, wir können uns alle sehen. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und ja, es geht heute weiter. Wir spielen Numenera. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, ich plane noch so 4 bis 5 Sitzungen inklusive heute. Mal sehen, wie weit wir kommen. Nur, dass alle Beteiligten schon mal wissen, wann wir mit der Kampagne durch sind. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, wir fangen gleich an. Ihr befindet euch ja immer noch in Harmut und nachdem ihr euch die Annehmlichkeiten des Dorfes ein wenig zunutze gemacht habt, die meisten von euch sind sehr gründlich gereinigt worden, habt ihr dann ja durch glückliche Fügung ein Boot bekommen, was irgendwie so eingestellt wurde, dass es euch dahin fährt, wo es Garolan gibt. Und angeblich muss man da nur runtertauchen und dann findet man das. Mhm. Ich glaube, der Abspann war letztes Mal, dass wir in den Sonnenuntergang segelten oder fuhren mit dem Boot. Das kann gut sein. Zurück zum Land, ne? Irgendwie so. Ne? Gut, dann ist das ja gar kein Problem. Dann schalten wir mal auf die große Karte. Hier ist Harmut. Und ihr wollt irgendwo hier in die große, weite See. Das Boot selber ist ungefähr 6 Meter breit, 20 Meter lang. Besteht aus weißlichem Sint, hat einen Mast, einige Holzstühle sind oben auf Deck geschnallt und man kann auch unter Deck gehen und dann kann man sich in sehr kleine Kojen irgendwie reinquetschen. Im vorderen Bereich sind so Kugeln und da sieht man eine kleine rote Kugel, von der ihr wisst, das seid ihr, und eine andere, etwas größere rote Kugel, die sich scheinbar aufeinander zubewegen. Und ihr lasst das Land hinter euch und um euch herum ist Meer. Die Wellen sind da und schwanken und wabern und schlagen gegen das Boot. Und wir können ja alle mal feststellen, wie ist denn eigentlich so mit eurem Bootsfahrfertigkeit? Gebt mir doch alle bitte mal eine Stärkeprobe gegen Stufe 2. Kraft, meinst du? Ja. Kraft. Halifax verzichtet freiwillig, wenn der sitzt hinten im Boot und übergibt sich. eine Kraftprobe oder so. Ich das Ganze gar nicht wissen. Okay. Halifax ist nicht gut, ja? Nein, der ist nicht seetüchtig. Das mag er überhaupt nicht. Ich verstehe das. Wenn er sich nicht übergibt, dann beschwert er sich lautstark und verflucht diese verdammte Reise. Und das Ding auf seinen Rücken und den ganzen Stress überhaupt. Okay, also Halifax hat gute Laune. Was macht denn der Rest? Ich hab's, glaube ich, geschafft. Also, mir geht's gut. So. Abgesehen von dem Ding hinten am Rücken. fang nochmal an. Uma, wie denkst du dir denn die nächsten Tage, um die Ohren zu schlagen? Gute Frage, nächste Frage. Ich denke, ich werde im Numenera-Buch ein wenig blättern und gucken, ob ich da irgendwas meine Aufmerksamkeit erregt. Nimmst dir also so einen Holzstuhl, setzt dich auf Deck, lässt dir die Sonne und den Wind um die Nase scheinen und liest ein Buch. Korrekt. Das Buch der Bücher. Das Buch der Bücher. Okay, ich dachte, das hätten die Priester geschrieben, die Wahrheit sprechen, aber man weiß es nicht. Was macht denn? Ich habe vor, meine kleine Mini-Kabine oder Koje zu vergrößern. Und zwar, indem ich mein Cypher mal brauche. Das ist so ein Gel, das nennt sich ekligerweise Quadraturin. Warte mal, ich kann ja hier mal, kann ich das posten? Nee. Ich sehe das schon, du kannst damit irgendwas bedecken und das vergrößern. Ja, genau. Okay. Also bis 3x3, also
3x3x3 Meter kann ich damit bedecken und das Ganze auf 15x15x15 Meter ausdehnen. Ohne das, also das heißt, wenn man in deine Koje, genau, wenn man in deine Koje guckt, dann hat man also quasi so eine kleine Einzimmerwohnung, obwohl es eigentlich von außen aussieht wie eine Koje. Genau. Sieht von draußen sieht, also ganz groß aus. Ist größer als aussieht. Ja, genau. So wie eine Telefonzelle, habe ich mal gehört. Genau. Gut. Ja, dann, also gut, dann bist du eine Weile damit beschäftigt. Ich vermute mal, die anderen werden nachher neidisch sein, weil du so viel Platz hast. Was macht denn Cash? Cash lernt erstmal die flexible Fähigkeit Seefahrt oder sowas, irgendwie sowas Schiff bedienen oder so, irgendwie sowas. Ja, das fehlt dir noch. Kannst du Seefahrt machen? Ja. Weil es sowas gibt, ne? Also weiß ich jetzt nicht genau. Ja, also es gibt ja bei Numenera alles. Also ja, Seefahrt ist kein Problem. Kannst du dir, das heißt dann so rudimentär, du weißt grob, wie man Wellen deuten muss, woher der Wind kommt, wie man so ein Schiff steuert, sowas in der Art. Genau, und damit in diesem Wissen versuche ich jetzt rauszukriegen, wie lange wir denn ungefähr brauchen. Also ob ich da ein Gefühl für kriege. Gut, dann bist du eine Weile dabei, guckst dir die roten Kugeln an und studierst die ein wenig, in welcher Geschwindigkeit die denn sich aufeinander zubewegen. Was macht denn der gute, wie hieß er? So lange nicht. Rodriguez. Ja, Rodriguez, ja, der denkt sich, die letzte Zeit war ereignisreich und jetzt kann man sich ja mal auf einer kleinen Kreuzfahrt ein bisschen erholen. Er nimmt also die restlichen zwei Tagesrationen aus Zugtüten, die er noch hatte und was immer der Inhalt war, der ist inzwischen so hart, dass vermutlich die Möwen sich daran noch gütlich tun können. Und das mache ich auch. Wenn ich da Möwen sehe, dann lock ich die damit an und verfüttere meine Tagesrationen an die Möwen, freue mich an der schönen Brise, die mir so um die Ohren weht. Und genieße die Zeit, weil ich denke, dass das, was kommt, uns noch einiges an Herausforderungen abverlangen wird. Aber wenn es nötig ist, dann helfe ich natürlich auch da, wo es passt, uns auf dem Kurs zu halten. Wenn ich eine Anweisung kriege von demjenigen, der gerade dabei ist, sich zu unserem Navigator aufzuschwingen, dann ist das mein Job. Ja, von hinten hörst du öfter würgende Geräusche, als du die Möwen fütterst? Ich halte ihm meine Zugtüte hin. Auch ein Stück. Wink weg. Cash hat jetzt die Kugeln studiert, es wird langsam auch dunkel. Und du gehst davon aus, dass sie ungefähr 5 bis 6 Tage brauchen werden. Wenn du das sagst, dann ich glaube, ich fällt Heilig weg halt runter. Du, das wird besser nach einem Tag. Das ist, man gewöhnt sich dran. Ich hoffe, das ist ja furchtbar. Ja, das wird schon. Ja, und dann könnt ihr euch in eure Kojen begeben, könnt euch erstmal erholen. Halifax schläft vielleicht auch an Deck, man weiß es nicht. Es ist ja immer so eine gewisse Dünung, also das Boot geht halt immer so ein bisschen auf und ab, wie das so auf dem hohen Meer ist. Und ich denke, einer sollte wach bleiben und Wache halten. Wer weiß, ob hier Piraten unterwegs sind. Können wir das überhaupt unterbrechen, dieses Programm? Oder dieses Schiff? Oder es hieß ja, es fährt automatisch dahin, oder nicht? Genau, aber man hat dir erklärt, du kannst da drauf drücken, dann hält es an und dann kannst du wieder drauf drücken, dann fährt es weiter. Ach, okay. Aber du kannst den Kurs nicht großartig ändern. Okay, man kann es also nur anhalten, okay. Genau. Er hat ja auch gesagt, er will das wieder haben. Ja, nach, keine Ahnung, 14 Tagen oder so. Fährt es allein nach Hause, glaube ich. Irgendwas sagte er, ja. Ja, wer möchte denn Wache halten, Uma? War ja dein grandioser Vorschlag. Dann fange ich einfach an. Ich habe nur keine Lust, halt mitten in der Nacht überfallen zu werden. Ich übernehme die erste Wache. Wer soll denn sonst überfallen? Na egal.
Ja. Dann mach ich die zweite. Vielleicht hat Oma ja auch was im Numenera-Buch gefunden über die See, auf der wir gerade schippern. Nee, das wäre definitiv was anderes. Das wäre kein Numenera-Buch tatsächlich. Ihr wisst übrigens, zumindest ist das so euer Sachstand, dass ja quasi es gibt einen Ozean, genau wie es einen Kontinent gibt. Oh. Mhm. Das heißt also, das ist alles wieder so kompakt zusammengewachsen und das draußen rum ist Wasser. Also theoretisch könnte das auch flach sein. Das würde jetzt mehr Sinn ergeben, denn mit einem Kontinent kann man das besser erklären. Aber das wisst ihr nicht, weil niemand fährt freiwillig aufs Meer so weit. Aber es gibt einen Horizont. Es gibt einen Horizont. Okay. Und ihr habt auch gruselige Geschichten gehört übers Meer. Also das ist nicht so schön, nicht so unbedingt der tollste Ort, wo man hin will. Deswegen Wache halten. Okay. Ja. Ihr schlaft die gute Schack in ihrer luxuriösen Kabine. Wo sie irgendwie, ja, du kannst dich richtig ausstrecken. Der Rest ist eher so zusammengequetscht in seiner Koje. Und wer hat denn die Morgenwache? Hat man, glaube ich, noch nicht ausgemacht, oder? Also ich hatte die zweite. Ja, Cash, du stehst gerade so, was machst du denn? Du hast Morgenwache, du siehst, dass die Sonne so gerade sich aus dem Meer heraushebt, alles in so ein rötlich schimmerndes Licht taucht. Der Wind hat etwas nachgelassen. Ich mache Frühstück. Du machst Frühstück. Der Halifax braucht ja was im Magen. Der hat ja gerade alles über Bord gekippt. Jo, während du noch gerade so Frühstück machst, hörst du hinter dir ein Plopp. Und dann wackelt mal, das Boot. Was macht ja, das? Guck es wackelt. Mal, was... Es wackelt. Ja, ich befürchte schon was Schlimmes. Ich schau da mal hin. Ja, du drehst dich um und dann siehst du da ein Wesen mit Flügeln, so Flügelspannweite, so 7-8 Meter würdest du denken, oh. Mit langen Krallen und einem großen Schnabel, was gerade auf dem hinteren Teil eures Bootes gelandet ist. Das Boot ist 6 Meter breit und 15 Meter lang. Immer okay. So 20. Ich wollte gerade sagen. Oder 20, ja gut. und das guckt dich, legt den Kopf so schief, guckt dich an. Der Vogelfütterer ist noch nicht wach. Und macht komische Geräusche. Kuschig, komm, ab, weg. Also das machst, guckt es sehr interessiert, legt den Kopf wieder so schief und dann kommt es auf seinen kurzen Stummelbeinen in deine Richtung. Lass es nicht auf deinen Rücken steigen. Das ist auch nicht schlimmer als jetzt. Ja, aber wer weiß, was wir dann besorgen müssen, um den zu entfernen. Was sagt, ist das ein Tier, was ich schon mal gesehen habe? Ein Vogel? So ein... Du hast halt gehört, dass es Drachen gibt auf dem Meer. Die sollen riesig sein, Feuer speien können und so. Also können schon Drache sein. Okay. Kommt noch mal näher und dann nimmt es den Schnabel und zwickt dich so in deinen Arm. Ja, ich streiche ihn mal über seinen Schnabel da. Es schlägt so den Kopf einmal zurück, als du das tust. Und tapert dann so wieder so ein bisschen in deine Richtung. Und fängt an, so mit dem Schnabel so immer so dich zu pieksen. Tut euch auch ein bisschen weh, ist ein bisschen unangenehm. Ja, ich versuche das ein bisschen auszuweichen, wenn er das tut. Und ich rufe mal, Jungs, ich glaube, wir haben hier Besuch. So, ihr hört von oben Schreie. Halifax würde mal hinkrabbeln und würde mal den seinen Rücken präsentieren. Hier. Hau rein. Du steckst deinen Kopf da so oben raus, siehst da dieses seltsame Vieh sitzen, das gerade dabei ist, Cash mit dem Schnabel immer so anzupieksen. Als es dich bemerkt, geht der Kopf so rum, geht so schief, so quack, und fängt dann mit deinem Schnabel an, so in deine Richtung so zu gucken. Und dich so ein bisschen auch immer so, immer wenn du so, immer so, dich so zu pieksen.
Ob's irgendwie ja, wunderbar. Mit... Wie gesagt, ich zeige ihm meinen Rücken, den Bucke da, den soll er fressen. Nö, das macht er offensichtlich, macht er aber nicht. Er dreht sich dann um und entdeckt oben auf dem Deck einen Beutel und geht dann mit dem Schnabel mal in den Beutel. Hallo? Ist das der Beutel, den, wer hat denn den gehabt? Wir wollten Fische füttern. Ich. Ach du, genau. Ist das der Beutel von ihm? Da sind wahrscheinlich Vorräte drin, ja. Also ist es tatsächlich mein Beutel? Du hörst von oben, Tumult und dann hörst du irgendwas über Deck klödern. Was? Dann renne ich da hin, gucke, ob das mein Beutel ist und wenn es der ist, dann versuche ich den so wegzuschnappen. Als du da hochkommst, guckt dich so eine große Mischung aus Vogel und Saurier an, legt den Kopf schief und fängt auch dann mit dem Schnabel so an in deine Richtung zu schubsen. Sachte. Ich ziehe den Beutel weg. Da ist nichts mehr drin. Troll dich. Ich gucke nochmal rein. Ich habe tatsächlich schon beide Rationen gelöscht. Wahrscheinlich habe ich die verwittert. Ja. Ich gucke nochmal rein, ob irgendwas Kartoffelmelone. Der guckt nicht um und erscheint, irgendwie habt ihr das Gefühl, der sucht was zu fressen. Ja. Von dem ganzen Lärm angezogen, komme ich auch mal an Deck. Schau mir dieses Wesen an und schnapp mir mein Numenera-Buch und versuche mal, das Viech zu finden. Ob ich das finde, ob ich da irgendwelche Informationen zu finde, was das denn für ein Viech ist. Damit wir ihm ja auch das Richtige füttern. Da bist du erstmal eine Weile mit beschäftigt. Das Numenera-Buch ist auch nicht sehr aussagekräftig. Da bräuchst du tatsächlich ein Kreaturenbuch, so Biologie oder so. Was lebt im Garten? Solche Bücher gab es ja früher mal. Es gibt Leute, die haben sowas im Garten. Naja, was liegt denn da? Was lebt im Meer und so? Solche Bücher. Von daher gesehen, 10% Chance, dass du überhaupt was findest. Kannst ja mal einen Wurf machen, bitte. Aber die Melone, ich meine, wollen wir die dafür opfern? Ja, nicht wirklich, ja. Ja, ich weiß nicht. Hat denn sonst noch jemand irgendwas zu essen mit? Haben wir eigentlich Vorräte eingepackt? Ja, wir haben Vorräte eingepackt. Ja. Ja, okay. Dann spende ich meine Kartoffelmelone. Ich kram die mal hervor, zeig die dem Vogel und werf sie so weit ich kann in die Luft. Also nicht nur nach oben, sondern so schräg. Hoch, weg vom Schiff. Der springt hoch, Flügel schlagen einmal. Ihr könnt... wer möchte den Erfahrungspunkt? Ja, ich. Ich habe das ja richtig gemacht. Dann gib du mir bitte mal eine Stufe 3 Geschicklichkeitsverteidigung, Geschwindigkeit. Achso, kriegt da noch einer ein, ja, ne? Genau, wer kriegt den zweiten? Cash. Nein, stopp, ganz kurz. Nein, Rodriguez hat schließlich den Vogel irgendwie angelockt. Danke. So, Geschwindigkeitsverteidigung gegen Stufe 3, bitte. Ich kann das nicht. Das heißt, Geschwindigkeitsprobe gegen 4, ne? Nee, einfach nur Stufe 3 Geschwindigkeit. Musst du nicht können. So, okay. Jo, dann gelingt es dir noch gerade, auf den Beinen stehen zu bleiben. Der Flügel futscht so einmal durch hinweg. Das Viech schnappt im Flug diese Kartoffelmelone. Hörst du so ein lautes Krachen und dann siehst du, wie ein Teil davon ins Wasser fällt und ein Teil davon in seinem Schnabel landet und das dann erstmal hochfliegt. Er ist ja nicht sehr geschickt. Ja, oder er lockt jetzt Fische an und die frisst er dann. Kann jemand angeln? Hat jemand du, wenn du es gelernt hast, gleich. Ach so, ich kann heute entscheiden, was ich will. Ich hatte ja immer irgendwie so ein bisschen gedacht, ich kann mal schwimmen und sowas. Aber Angeln nützt mir nichts, wenn ich nichts habe, womit ich angeln kann. Das stimmt.
Nur die Fähigkeit zu angeln macht es nicht automatisch besser. Ich kann ja überleben mehr können. Ich weiß, wie man auf dem Meer überlebt. Na gut. Dieser Vogel, die Vogelechse, fliegt dann aber weiter. Die scheint so ein bisschen das Interesse an euch verloren zu haben. Und ihr fahrt einfach weiter. Insgesamt ist es tatsächlich relativ langweilig die nächsten Tage. Es ist halt immer mehr, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das wackelt. Halifax hat sich so langsam dran gewöhnt. Ist immer noch so ein bisschen Blümerand im Magen, aber das Essen bleibt zumindest ab dem zweiten Tag dann in dir drin und kommt nicht mehr raus. Und am Morgen des fünften Tages fällt Cash auf, dass die Wellen deutlich höher geworden sind. Und was sagt mir das? Das ist das Buch, also ja. Also ist er mehr Wind? Du kannst mir ja mal eine Probe auf Seefahrt geben gegen Stufe 3. Nee, gegen Stufe 4. So, und das geht. Also Seefahrt hat ja dann. Genau, also wenn du es gegen Stufe 4 ist, Intellekt, ne? Ist das Intellekt? Ist ja, das Intellekt. Ne? Dann wird ja, Stufe 3 okay. Durch die Seefahrt. Du könntest dich noch anstrengen. Ich würde mich dann anstrengen, quasi. Und das eine Age würde ja quasi das. Ich würfel mal. Genau. Gucken. Ja, und eine 1 würfeln ist auch super. Das hilft ungemein bei sowas. ja. Du. Super. Du stehst da und guckst dir das Ganze so an und denkst dir, ja, vorne am Bug. Da müsste man ja eigentlich mehr sehen können. Und stellt sich so ans Bug. Und dann macht es auf einmal Krawusch. Und dann seht ihr, dass der Bug wieder frei ist. Da steht keiner mehr. Oh oh, Mann über Bord! Mann über Bord! Frage, liege ich jetzt im Wasser oder liege ich hinten am Heck? Du liegst im Wasser. Kannst du schwimmen? Ich laufe auf jeden Fall mal zu dieser Steuerkonsole und hau mal auf den Knopf, dass das Boot erstmal stehen bleibt. Gut, dann bleibt das Boot stehen und dann siehst du, dass Cash so 10, 15 Meter bei so einem Meter Wellengang irgendwie da im Meer rumzappelt. Gib mir mal eine Schwimmprobe gegen Stufe 3, bitte. Wenn nicht. Das ist, glaube ich, dann geht's um Kraft. Unter. Oder was ja, ist Kraft, das? Danke. Das ist Kraft, ja. Ja, dann streng ich mich nochmal an, aber das hilft mir, glaube ich, auch nicht weiter. Ach nee, geht ja nicht. Ich habe keine Edge. Nur natürlich kannst du dich anstrengen, auch ohne Edge. Aber dann streng ich mich an, das kostet mich 2 Punkte, ne? 3. Drei sogar. Okay, ja, 5. Ja gut, so, ich also versuche mal, um mein Leben zu retten. Jo. Der taucht dann prustend auf. Was macht denn der Rest, während Cash prustend mit seinem Kopf aus dem Meer auftaucht? Haben wir irgendwo ein Seil an Bord? Ja, im Akunda-Pack ist ein Seil. Das kram ich jetzt schnell hervor und versuche das mal in seine Richtung zu werfen. Das eine Ende. Ich versuche mal die andere Seite festzuhalten. Genau. Der Klassiker, das ganze Seil einfach ins Meer werfen. Natürlich. Ja, dann wirfst du. Und da versuchst du mal, das Seil zu werfen. Gib mir mal eine Geschwindigkeit gegen Stufe 2, ob du das auch halbwegs triffst. Boah. Jo, Cash, vor dir siehst du, wie Chuck ein Seil nimmt. Halifax hält die andere Seite fest und das Seil so in deine Richtung schleudert. Und so einen Meter vor dir klatscht das im Wasser auf und schwimmt da erstmal. Versuch da irgendwie hinzukommen. Ja, Meter ist jetzt nicht das Problem. So weit reicht deine Schwimmfertigkeit offensichtlich. Und dann kannst du das Seil greifen. Dann greife ich das mal. Gut, dann greifst du das. Und ja, kannst dich dann wieder an Bord des Schiffes ziehen. Bist ziemlich nass. Mhm. Haben wir irgendwas Warmes?
Also wir können ja hier schlecht beleidigt. Feuer machen, oder? Wir haben auch kein Holz, ne? Während der Rest der Truppe sich um unseren Freischwimmer kümmert, drücke ich wieder auf den Knopf, dass wir weiterfahren. Ich gehe jetzt in meine Koje und pack mich da in meine Koje. Da wird ja ein Bett, wird ja irgendwas zum Abdecken sein. Während du, Uma, während du guckst, siehst du in einiger Entfernung, das Meer wird noch mal wilder, siehst du in einiger Entfernung Folgendes. Und ihr fahrt da so halbwegs drauf zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier sehe. Ja, das ist der Plan. Kannst du auch beschreiben, was du siehst. Leute, doch. Hier ist irgendwie ein Boot, was auf dem Rücken von dem Wal geschnallt ist. Keine Ahnung. Guckt euch das auch mal an. Das sieht irgendwie, das sieht auch aus, als ob es schwer bewaffnet ist. Piraten? Mhm. Um das Boot rum fällt übrigens euch auf, außer Cash, der ist ja unter Wasser. Um das Boot rum. Oder Boot. Ist das, ja, unter, unter Boot, Deck. Hast du recht. Unter Deck. Unter Deck. Unter Boot. Unterm Boot, ach so. Ja. Ich war ein freudscher Versprecher. Er ist am Kiel holen, genau. Fällt euch auf, ist das Wasser auch etwas ruhiger? Okay. Auf dem Bild ist zu sehen, dass da auch eine Flagge hängt. Ist die da tatsächlich? Ja, die weht auch im Wind. Okay, also können wir auf die Entfernung schon erkennen, was darauf abgebildet ist? Da scheint, was du sehen kannst, ist, du siehst, dass irgendwie was Rotes da drauf ist. Hast du ein Fernglas oder kannst du gut gucken? Kann ich gut gucken. Nö. Dann weißt du, kannst du es nicht so richtig erkennen. Mhm. Aber so für die Größenproportionen, also die hinteren, dieser Turm, der ist bestimmt so 15 Meter oder so hoch. Wow. Haben wir dieses rote Zeichen oder was auch immer drauf ist, haben wir irgendwas Vergleichbares schon im Hafen gesehen, dass man irgendwie abschätzen könnte, die gehören zu dem und dem Konto. Das ist wahrscheinlich kein Konto, da habt ihr noch gar nichts von gesehen. Okay. Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass da hinten irgendwas, was aussieht wie ein Fischernetz rauskommt, raushängt, könnte das auch einfach nur ein Fischerboot sein. Aber dafür ist es meiner Meinung nach viel zu schwer bewaffnet. Hab's jetzt schon geschlossen. Dann guck ich ist das mal. Bewaffnet? Ich habe jetzt gar nicht. Da so in der Mitte, das, was darauf steht, sieht mir für mich aus wie Kanonen. Oh, stimmt, okay. Ja, das sind Kanonen. Und das vorne könnte auch irgendeine Art von Katapult sein. Mhm. Ja. Sehr mutig. Ein einfaches Fischerboot ist das so ein bisschen, bisschen schwer bewaffnet. Tja, sieht aus wie eine halbe Stadt. Und ich glaube nicht. Drauf ist. Und ich glaube, der Wal macht das auch nicht unbedingt freiwillig. Der sieht nicht sehr glücklich aus, nee. Der hat so Scheuklappen da vorne oder was soll das sein? Du siehst übrigens, Uma, als du dich umblickst, siehst du, dass die beiden roten Lichter jetzt übereinander liegen. Oh, wir sind jetzt da, wo wir sein müssen. Wir sind da, wo wir hinwollen. Kann das sein, dass Garolan Fischer Menschen sind? Kann das sein, dass die Garolan versucht zu fischen und wenn wir das jetzt auch versuchen, geht sie uns an die Kehle? Hm. Ja, tut mir leid, Cash und Halifax, ich glaube, ihr geht einfach drauf. Ich würde jetzt einfach warten, bis wir zurückfahren. Wenn wir länger auf dem Boot bleiben, hat sich das erledigt. Ehrlich gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren, also. Und Halifax geht nicht anders. Gehen wir hin da. Ja. Ja, ihr nähert euch mit dem Boot dem Schiff. Und
Ihr seht dort große Menschen mit rotbrauner Haut und roten kurzen Haaren. Und die stehen an Deck und winken euch so zu. Ganz freundlich. Und rufen irgendwas, was ihr nicht versteht. Oh, okay. Ich winke freundlich zurück. Und rufe wahrscheinlich auch irgendetwas, was die nicht verstehen. Hallo! Was ihr auch seht, ist, die haben alle so irgendwie Knochen mit Stoff um ihren Körper, um ihren Kopf gewickelt. Wahrscheinlich als Sonnenschutz oder sowas. Und die machen dann so in eure Richtung. Was haben die? Machen wir nochmal bitte. Achso, dass wir rankommen sollen, okay. Ich glaube eher, dass es eine Falle ist. Ich wollte sagen, ich glaube, die wollen sich gerade ganz einfach machen. Einfach mal ein paar dumme anlocken. Hey, hallo. Wir sind da, wo sie sein wollen. Die sind jetzt auch hier. Wir haben gar keine Wahl. Das stimmt. Wir können jetzt schlecht jetzt einfach wegfahren und und hoffen, dass die in 3 Tagen nicht mehr da sind oder so. Das gehe ich auch nicht von aus. Mal wegfahren. Willkommen! Hört ihr. Okay, das verstehen wir. Jetzt verstehen wir sie. Ja, mehr nicht. Das nächste Wort verstehst du schon wieder nicht, aber das war zumindest verständlich. Ah. Das war die Wahrheit. Hauptsache, sie sagen nicht willkommen, Hauptspeise. ich rufe einfach mal willkommen zurück. Ja, dann die werfen ein Seil in eure Richtung. Ja, dann lasst uns doch mal den Motor ausmachen und uns ranziehen. So, dann zieht ihr euch ran. Es wird auch deutlich weniger schaukelig. Oh, und angenehm. Ihr könnt dann an so einem Netz euer Boot befestigen. Und dann, wenn ihr wollt, das haben die außen so Netze dran, könntet ihr da an Bord steigen. Ja, gut. Ja. Chuck, als Expeditionsleiterin würde ich vorschicken, dich dahinter Halifax. Ne? Für den Fall, dass sie nicht so freundlich sind. Ja, alles gut. Wenn sie freundlich sind, Halifax, wenn sie nicht freundlich sind. Ja, ihr seht, als ihr da raufkommt, das Ganze ist tatsächlich so eine Art fast kleines Dorf. Es gibt Häuser, Geschäfte, ihr seht sogar Gärten, wo irgendwas drin wächst. Der ganze Boden ist grau und das meiste scheint aus Holz und einer grauen Substanz gebaut zu sein. Es gibt Becken am Rand, die das Wasser abfließen lassen, und es gibt hier jede Menge Menschen. Also ihr würdet bestimmt, was schätzt ihr, 100 oder so bestimmt, die hier rumwuseln. Ihr seht keine Kinder und ja, die meisten beachten euch gar nicht. Und einer, der vorhin auch willkommen gerufen hat, deutet auf euch und macht dann so dieses Zeichen, dreht sich um und geht irgendwo hin. Ja, ich folge ihm mal. Komm, Halifax, mal gucken, was er uns zeigen will. Ja, einer der Bewohner hat gerade irgendwas runtergeworfen. scheint etwas entsetzt zu sein. Und ihr werdet in den hinteren Bereich auf eine Treppe geführt, in diesen Turm, der vorhin schon zu sehen war, und steigt dann auf dem höchsten Punkt der Stadt. Ah, hat man einen guten Überblick hier, oder? Und er öffnet dann die Tür und ihr blickt in eine Art Labor, wo eine Frau mit athletisch gebaut, mit bleicher Haut steht, die euch anguckt. Tretet ein. Ich spreche eure Sprache, nehme ich an. Ja, genau. Wir sprechen alle die Wahrheit. Ja, natürlich tun wir das. Warum auch nicht? Aber tretet ein. Kann ich euch einen Tee anbieten? Aber gern.
Ja, dann fängt sie an, da irgendwo mit einem Teekessel zu hantieren. Ihr seht, nach einer Weile dampft das und dann nimmt sie irgendwelche Behälter und Tassen, guckt zum Teil da rein, wischt mit dem Finger so ein, zwei ein bisschen aus und macht dann da dampfendes Wasser rein und grünliche Kräuter. Und hält euch da, stellt euch dann jeden so eine Tasse vor die Nase. Ja, ich schnupper mal. Riecht nach Seetang. Also nach Meer. Okay. Ist gut, könnt ihr trinken. Ist gut für euch. Mhm. Muss aber vielleicht noch ein bisschen ziehen. Ja, aber nicht zu lang, dann wird er bitter. Meint so, sie. Und nimmt dann, was sie da immer da reingepackt hat, raus bei sich, schmeißt das in den Eimer und nimmt dann einen kräftigen Schluck Tee. Ja, dann mache ich das auch mal raus und schmeiß das in den Eimer und nehme einen Schluck Tee. Halifax probiert das auch. Ja, schmeckt wie Meer. Ist auch so salzig? Ja, so eine Mischung aus Salz und Fischgeschmack mit Seetang. Ah, okay. Die ist nicht eklig, es ist aber auch jetzt nicht so. Klingt wie heiß gemacht, also schmeckt wie heiß gemachtes Meerwasser, ja. So, ja, es hat noch ein paar andere Geschmack-Sachen, die du nicht so zuordnen kannst. Okay. Aber wir haben nicht oft Besuch hier. Normalerweise können wir hier einfach in Ruhe fischen und Ähnliches machen. Mhm. Ihr seht nicht aus wie Seefahrer. Nee, wir sind hier, wie soll ich das sagen, auf einer Art Forschungsreise. Das ist vielleicht kein guter Zeitpunkt. Wieso nicht? Wegen dem Unterwassersturm. Oh, was ist denn Unterwassersturm? Also da gibt es auch Stürme? Ja, natürlich. Unterwasserstürme sind auf dem Meer gar nicht so schlimm, aber wenn man unter Wasser ist, dann hat man einen Sog und das ganze Wasser ist sehr unruhig und Ähnliches. Sehr gefährlich, wenn man sich damit nicht auskennt. Hm. Das klingt sehr interessant. Aber es hätte mir ja auch auffallen müssen als Überleben-Meer-Experte jetzt gerade. Ja, irgendwann wurde uns doch schon mal gesagt, dass es Garolan nur weit draußen auf dem Meer gibt, bei den Schloten. Genau. Ah. Ja, was fischt ihr denn so? Nun, meine Leute fischen halt Meereslebewesen und Ähnliches und ich bin ja eine Forscherin. Aha, tatsächlich. Was ja, erforscht? Die Tiefsee. Tatsächlich, aha. Ich war schon öfter hier unter Wasser. Das letzte Mal, wo ich da unten war, gab es ein Schloss dort. Das war neu. Ein Schloss? Ja, aber ich konnte nicht darunter, also ich konnte da nicht mehr bleiben wegen dem Sturm. Mhm. Wie lange hält denn der jetzt noch so an? Das kann Wochen dauern. Ach du meine Güte. Also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Unterwasserschlote zu untersuchen. Wir haben gehört, es soll hier welche geben in der Nähe. Ja, die sind an der Stelle, wo ich letztes Mal das Schloss gesehen habe. Ah. Also sind sie auch gerade im Sturm? Ja, wenn ihr da, wie dringend müsst ihr denn da runter? Ja, unsere Vorräte werden jetzt nicht mehrere Wochen reichen. Nehmt ihr, nun, dann solltet ihr sehen, dass ihr versucht, da irgendwie hinzukommen. Ich hoffe, ihr habt geeignete Ausrüstung, um zu tauchen. Ja, wir haben uns da was besorgt, glaube ich. Ja, haben wir. Genau genommen haben wir 5 Reiskörner, 2 Fischaugen und 5-mal Folie. Ja. Das wird mir geil, was du noch bastelst. Klingt total überzeugend. Was habt ihr denn für Ausrüstung? Mit der Folie? Ja, genau. Wir haben irgendwie spezielle Folie, die, ich denke, uns gegen die Kälte? Ja, gegen die Kälte und so schützen soll.
Oder auch vielleicht auch gegen die Wärme, wenn es an den Schloten zu warm wird. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir irgendwie Fischaugen, mit denen kann man unter Wasser gut gucken. Und irgendwie so Reiskörner, mit denen die uns das Atmen unter Wasser ermöglichen, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ihr scheint mir ja gut vorbereitet zu sein. Ja, sicher. Wir rechnen ja auch mit einem, also wir wollen natürlich auch den Erfolg sichern und nicht den ganzen Weg umsonst gemacht haben. Könnte ich vielleicht einen von euch begleiten? Ja, wir haben nicht so viel Ausrüstung. Das macht nichts. Solange ich einen begleiten kann, wird sich das schon finden. Ja, warum nicht? Wen darf ich denn begleiten? Ich weiß gar nicht, haben wir schon ausgemacht? Halifax, wer macht das jetzt eigentlich? Oder gehen wir alle runter? Also ich glaube, ihr wolltet alle runter, soweit ich das weiß. Ihr habt ja auch 5x Folie. Genau. Wir haben 5x Folie. Ja, wir würden nämlich alle, also unser ganzes Team wird natürlich tauchen wollen, denke ich. Ja, dann möchte ich ihn begleiten, die zeigt auf Uma. Aha, ja, gut. Gut, wann wollt ihr aufbrechen? Ja, ich Wie weiß spät nicht. Haben es ist so Mittag. Weiß nicht, wie so, lange momentan kann ich nicht tauchen. Ja, ich auch noch nicht. Morgen früh. Morgen früh. Das geht auf Kraft, ne? Ja. Ja, gut, dann morgen früh bei Sonnenaufgang. Ja. Ja, dann genießt ein wenig unsere Gastfreundschaft. Ich bin sicher, man wird euch etwas zu essen anbieten. Und wir treffen uns morgen früh. Ah, ich habe noch eine Frage. Wie uns ist unterwegs so ein großer Vogel begegnet. Scheint sehr verfressen zu sein. Ja, wie groß war er denn? Ziemlich. So 7 Meter? Ja. Ach so, und einen langen Schnabel und so bunte Schuppen? Ja, genau. Ja, die kenne ich. Das war ein Junges. Die fliegen normalerweise übers Meer und landen eigentlich auch nicht. Aber das war wohl noch recht jung und deswegen ist es bei euch gelandet. Ach so. Und die Älteren kommen nicht mehr zu den Menschen. Nein. Nein. Bin mich ja beruhigt. Ja. Wünscht euch da noch einen angenehmen Tag und ja, was wollt ihr tun? Wie gesagt, das ist wie so ein Dorf auf einem Wal. Ich versuche mal zu gucken, ob ich irgendwo was Utensilien bekomme, um fischen gehen zu können. Ja, klar. Du kannst so eine Harpune kaufen, wenn du willst. Harpune. Ist das so ein richtiger Händler? Händler. Gibt da auch einen Händler. Ich da mal hin. Eine Harpune. Ach ja, ich nehme so eine Harpune. Was kostet denn diese Harpune? Er zeigt dir 2 Finger. Ja, dann gebe ich ihm 2 Shin. Also zeige ihm eine Handvoll Shin und er soll sich davon 2 raussuchen. Ja, dann nimmt er sich 2 raus. Hat er noch mehr? Sowas brauche ich auch. Ich will mal so einen Händler aufsuchen und mal fragen, ob er eventuell Ganulan verkauft. Guck dich so mit großen Augen an. Willkommen. 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 Und dann nickt er ganz schnell. Ich nicke schnell zurück. Und dann deutet er auf sein Regal und zieht dann so ein buntes Tuch daraus und drapiert das so um deine Schultern. Okay, so einen Händler suche ich nicht. Willkommen. Auf Wiedersehen. Ich gebe ihm das Tuch zurück und gehe wieder. Ja, so ich schäle mich da raus. Und du hast das Schild auch nicht verstanden, was da drüber hing. Wer wollte was? Bartos wollte was, ne? Ja, beziehungsweise Rodriguez. Ich stehe immer noch als Bartos. Entschuldigung. Aber, ja, alles gut. Ja, so eine Harpune, also sich irgendwie bewaffnen, finde ich, unter Wasser, wenn man, wir können dann vielleicht lange aushalten, aber wir wissen ja nicht, was uns da unten erwartet.
Ist das eine mittlere oder eine leichte Waffe? Das ist eine mittlere Waffe. Also eine Harpune würde ich wohl auch nehmen. Ja, du kannst auch eine für 2 Schinn kaufen. Ja. Und Cash sucht Garolan, ne? Genau, Cash sucht Garolan. So, du kommst auch an so einem Laden, da liegen jede Menge Meerestiere so ein bisschen in den Auslagen. Und ein alter Mann guckt dich so an. Willkommen! Ja. Willkommen! Und dann scheint er darauf zu warten, was du von ihm willst. Er guckt dich an mit seinen Augen. Du siehst auch, dass sie so Nick heute haben. Du verstehst mich. Ein wenig. Okay. Garolan. Garolan. Und er deutet nach unten. Zum Meer vermutlich, ne? Ja. Garolan weg. Wie weg? Kein Garolan da. Er sagt irgendwas, was du offensichtlich als Zeiteinheit, aber du hast keine Ahnung, was er dir sagen will, zuordnen kannst. Okay, wie viel zeigt er? Du bist dir nicht sicher, ob der Stunden, Woche oder Monate meint. Okay. Stunden wohl eher nicht. Okay. Okay, wir müssen tatsächlich doch runter. Wie ärgerlich. Ich dachte, wir könnten das abkürzen. Ja, wollt ihr... Halifax, möchtest du noch freundlichen Kontakt zu den Eingeborenen aufnehmen? Freundlich bestimmt nicht. Ich kaufe mir eine Harpune und suche mir eine Bar. Okay, da muss ich ja tatsächlich jetzt mal eine Harpune anlegen, wenn ihr alle Harpunen haben wollt. Ich auch eine Harpune. Ein Messer. Das ist gar kein Problem. Ihr kriegt alle Harpunen für 2 Schinn. Und du findest auch so einen Ort, wo du tatsächlich siehst, dass die da hingehen und so grünliche, leicht ölige Flüssigkeit in sich reinkippen. Aha. Packe ich in einen Schinn auf den Tisch und möchte das Zeug mal probieren. Oh, dann schieben wir dir so einen Becher mit dieser grünlichen Flüssigkeit hin, rühren da noch einmal drumrum und einer greift nur nach hinten und legt dir noch so ein Blasentangblatt oben drauf. Okay. Dann wird gesoffen. Ja, du nimmst einen Schluck. Es schmeckt schon irgendwie komisch. Und du hast auch so ein leichtes Brennen, als du das trinkst. Aber so beim zweiten Schluck, das geht so runter wie Öl und dein ganzer Magen wird angenehm warm. Fantastisch. Ziel erreicht. Okay, was macht denn der Rest, während Halifax Alkohol in sich reinschüttet? Ich schaue mich interessiert um und versuche, was über die Kultur zu lernen. Dieser Wesen. Wer weiß, wofür das gut sein kann. So, dann bist du da beschäftigt. Wie gesagt, die meisten verstehen dich nicht, aber du siehst, die scheinen schon zu wissen, was sie tun auf dem Meer und ähnliches. Ich würde mir gerne mal die Konstruktion vorne an dem Wal, also über dem Walkopf angucken. Ja. Was ist das? Das scheint, irgendwie hast du das Gefühl, das scheint so eine Art Katapult zu sein. Auf jeden Fall kann man damit anscheinend irgendwas schleudern. Du siehst aber jetzt nichts, was man gerade aktuell schleudern könnte. Okay. Aber es hat so eine Art, ja, Schale, in die man was reinlegen könnte, oder? Genau. Okay. Richtig. Da ist das. Und vorne dran, wenn man jetzt da so runter guckt, ist ein Rambock. Genau, ein Rambock. Also als ob die sich, wenn die sich verteidigen wollen gegen Piraten oder ähnliches anscheinend. Mhm. Aber das geht ordentlich damit. Und dann gucke ich mir nochmal schnell den Weg zu den Rettungsbooten an. Ich nehme mal an, dass die ja so am Rumpf da, es sieht so aus, als wären das Rettungsboote oder zumindest Boote,
die man schnell zu Wasser lassen kann? Ja, genau. Das sind Boote, die man schnell zu Wasser lassen kann, richtig. Den Weg, den gucke ich mir mal an. Dann schaue ich auch mal unter die Plane. Vielleicht liegen da ja schon Ausrüstungsgegenstände, eventuell für so einen Tauchgang. Mhm. Was mir gerade einfällt, das können wir gerade mal eben ausprobieren. Das müsst ihr nämlich eigentlich selber können. Cash, drück doch mal STRG und Space. Ja. Und dann geben wir was ein, oder? Und gib mal Harpune ein. Oder ein bisschen, oder angefangen halt an, du musst es nicht komplett eingeben. Erscheint dann das Wort Harpune mit so einem Waffenzeichen davor? Englisch vielleicht, ja. Nee, nicht auf, eigentlich auf Deutsch. Das ist ja auch auf Englisch. Da gibt es auch deutsche Sachen, okay. Genau, und das kannst du nehmen und dann einfach auf deinen Charakterbogen ziehen. Also ihr könnt euch die Ausrüstung quasi selber geben. Aber Harpune gibt es nicht. Harpune gibt es nicht. Hm. Es gibt Sharp Senses, Sharp Eye und Hardiness. Dann muss ich mal gucken, warum das noch nicht geht. Aber gut, dann gebe ich euch die Harpune ebenso. Ihr müsstet jetzt alle eine Harpune haben. Sowieso schon eine. Ja. So, gut. Ja, Halifax, du bist in guter Stimmung nach so 2-3 von diesen grünen Drinks. Sehr gut. Uma, du stellst irgendwie fest, dass du aus Richtung des Einladens, das ist ziemlich laut. Da rufen irgendwie Leute rum. Du hörst auch seltsame Musik, die so ein bisschen dich an Wahlklänge erinnert. Und als du hinguckst, siehst du Halifax, der da gerade dabei ist, auf dem Tisch rumzuhüpfen. Ja, ich freue mich, dass Halifax neue Freunde gefunden hat. Der ist ja immer ein bisschen schwierig mit Freunden, mit sozialer Interaktion. Ich freue mich für ihn und schaue mich weiter um. Okay. Ja, du verstehst nicht das, also nicht alles, was sie da tun, aber du kriegst so ein bisschen Einblick in die Kultur. Und ja, dann geht irgendwann auch die Sonne unter und Ruhe kehrt ein, wobei das Meer immer noch außerhalb, das ist so 30, 40 Meter um das Boot rum, ist ruhig und alles weiter weg ist doch noch sehr aufgewühlt. Und ja, einige von euch werden auch so langsam müde. Es wird halt dunkel. Dann gehe ich mal schlafen. Ja, ich würde dann auch mal unser Boot aufsuchen zum Schlafen gehen. Was ist das eigentlich noch oben für eine Glocke? Wurde die schon angeguckt? Nee, ich glaube nicht. So genau in der Mitte über allem schwebt so eine messingfarbene Glocke. Ganz auf dem Bild jetzt. Mhm. Ganz oben in der Mitte? Ach, da! Ja, von den Proportionen her auch nicht ganz klein. Nö. Eben. Ihr könntet euch vorstellen, dass das irgendwie eine Alarmglocke sein soll oder so, wenn die angegriffen werden zum Beispiel. Also sieht auch schon so aus wie so eine Glocke. Da hängen auch Seile dran, da kann man dran ziehen und damit den Glockenschlägel in Bewegung setzen. Hm. Ja. Die Kanonen sind ja riesig, wenn ich mir das mal angucke. So in Relation zu den Häusern. Wow. Ja, und am nächsten Morgen seid ihr bei Sonnenaufgang wach. Das Meer ist nach wie vor sehr unruhig. Halifax hat eventuell so ein bisschen dicken Kopf. Und das schaukelt und dreht sich auch wieder alles. Nicht so schön. Ihr wickelt euch dann in eure Folie. Und kurze Zeit später kommt auch die Forscherin Shonia, wie sie sich nennt, zu Uma. Und stellt sich dann hinter Uma und schlägt so einmal die Arme um Uma. Und dann seht ihr, wie ihr Körper sich verformt, die sich in so eine Art, ja, so leicht durchscheinendes Wesen verwandelt und einmal komplett Umas Körper einformt. Huch. Deswegen war sie so spezifisch. Okay. Das ist ja witzig. Und Uma ist etwas verwirrt. Uma, wie geht es dir? Von der Verwirrung abgesehen, ganz gut.
Ja, und spürst du irgendetwas von Shona oder wie die heißt? Spüre ich irgendwas? Nee, also das fühlt sich an wie so eine zweite Haut. Wenn du irgendwas berührst, dann siehst du, dass das sich an deinen Fingern so kurz auflöst. Du kannst es auch ganz normal anfassen. Aber sobald du das loslässt, geht das wieder auf deine Finger, das Zeug. Können wir mit ihr reden? Also, hallo? Ich gucke Oma an. Wer spricht mit dir, Oma? Ja. Merkst du irgendwas? Redet sie mit dir? Bis jetzt hat sie noch nichts gesagt. Ich drück da mal rauf. Ich kann ja jetzt tauchen. Dann drückst du da rauf, passiert nichts weiter. Also merkt sich das, fühlt er sich anders an? Ja, der fühlt sich anders an. Der fühlt sich an, als wäre der von so einer Art Gummi-Schaumstoffhaut überzogen. Bisschen komisch. Super, ich habe einen Ganzkörper-Neoprenanzug. So ein bisschen puddingmäßig auch. Pudding. Wie so ein Wackelpudding überzogen. Ja, das gut, bloß nicht diesen Vogel sehen. Dann Attacke jetzt. Ja. Sehen wir zu, dass wir ins Wasser kommen. Ja. Kann ja gehofft, dass sie uns sagt, wo wir hin müssen. Aber gut, egal. Na gut, dann tauchen wir wohl. Ja, ihr springt ins Wasser. Mhm. Oh, also ich mich gern tauchen natürlich. Wir müssen noch den Reiskorn essen, glaube ich, oder so, ne? Ja. Ja. Und euch und unsere flexible, ja, das, und die ja, genau. Flexible Fertigkeit wird tauchen sein dann. Ja. Nimm meine Harpune und ess diesen Reiskorn. Ja, haben wir für alle Fischaugen? Nee, wir haben nur zwei. Ich glaube, ihr habt nur zwei. Wir haben nur zwei. Mhm. Ah, okay. Dann sollten Fischaugen mal für besser gucken, ne? Ja. Ja, sollten die Leute, die gut kämpfen können, auch gut gucken können. Ja. Ja. Dann bereitet ihr euch entsprechend vor und springt ins Wasser. Uma, was du feststellst, du springst ins Wasser und du wirst nicht nass, sondern du hast irgendwas vor Mund, kannst auch ganz normal atmen und du merkst auch, dass also so kalt ist das Wasser nicht. Das fühlt sich völlig normal an für dich. Das ist praktisch. Und der ganze Rest, das ist schon ziemlich kalt. Ihr werdet auch ganz schön rumgerissen. Ich bekomme bitte von jedem mal eine Stärkeprobe gegen Stufe 3. Von mir aus? Ja. Denkt dran, mit Anstrengung und Tauchen dürft ihr natürlich einberechnen. So, Tauchen, also dann ja. Gegen Stufe 2. Natürlich. Da hätte ich mich noch so sehr anstrengen können, dass... Und anstrengen. Ich warte erstmal ab. Okay, gut. Ja, ihr seht, wie ihr runtergesogen werdet, als ihr die passende Stelle findet. Ihr werdet rumgewirbelt und ihr euch verseht, seht ihr, wie Uma an euch vorbeisaust, jeden von euch irgendwie so mit seinen Armen und Beinen irgendwie tritt und dann mit ziemlichem Schwung auf so einen Felsen zurast. Oh oh. Eine Güte. Er wird schon wissen, was er tut. Also, reden können wir ja wahrscheinlich nicht. Nee, das ist korrekt. Wir können nicht reden. Guck mal, was machst du da? Komm, du bist in so einem Strudel, alles dreht sich um dich, du hast gerade Cash gerammt und jetzt kommt so ein Felsen auf dich zu. Ich versuche irgendwie die Kontrolle wieder zu erlangen und halt entsprechend auch nicht unbedingt frontal mit dem Kopf gegen den Stein zu knallen, sondern im Idealfall mit den Füßen, dass ich das halt im Zweifel noch abfedern kann. Gib mir meine Gewandtheitsprobe gegen Stufe 4. Da strenge ich mich an. Einmal oder zweimal? Einmal. Es ist, läuft bei mir heute gar nicht. Hast du Erfahrungspunkt? Ja, habe ich. Möchtest du? Ja, setze ich ein. Dann darfst du nochmal würfeln. Gleiche Kondition. Ja, das besser. Sieht doch schon viel besser aus. Ja, ihr seht, wie Uma auf diesen Felsen, also einige von euch, es ist ja dunkel da unter Wasser, ihr seht, wie Uma auf diesen Felsen zurast. In letzter Sekunde schafft er das dann, sich umzudrehen und einmal kräftig mit seinen Beinen gegen diesen Felsen zu knallen.
bevor er dann sich abstößt und dann wieder in diesen Strom kommt und nach unten gerissen wird. Ja, wenn wir an dem Felsen vorbei sind, würde ich mich auch wieder nach unten reißen lassen wollen und kram mal nach meinem Leuchtstein. Mhm. Ja, ihr nähert euch dann dem Bereich und ihr seht, dass dort etwas ist, was sehr seltsam aussieht. Und zwar sind da überall Luftblasen, als ob irgendwas da brodeln würde darunter. Und es sieht tatsächlich so aus, als ob irgendwie, weiß nicht, ein Stein oder irgendwas da drauf gesetzt wurde. Und als ihr genauer hinguckt, seht ihr auch, dass dieses, was immer es ist, es bewegt sich. Es wird größer und kleiner. Oh. Und Uma sieht tatsächlich so Stellen in diesem Konstrukt, wo man eventuell rein könnte. Dann gestikuliere ich der Rest der Gruppe, dass sie mir folgen sollen und schwimme auf eine dieser Öffnungen zu. Ja, du siehst drei Stück. Eine oben, eine in der Mitte, eine unten. Sollen wir uns erstmal angucken, nicht, dass da dann irgendwas hochkommt, genau wenn wir in der Nähe sind. Ja, wie willst du das Schlote? Ja, die Schlote sind ja irgendwie zu mit dem Ding. Ich das jetzt richtig verstanden habe. So sieht das aus, ja. Ja, okay, die Schlote sind zu. Und es gibt trotzdem noch Öffnungen. Die sehen aber nicht so aus wie die Schlote, die geschlossen wurde. Nein, daneben ist irgendwie ein Konstrukt. Ein Konstrukt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also wir gehen nicht in den Schlot rein, sondern in irgendwie ein Korrekt. Okay, Gebäude, ja, dann was auch immer. Was da ist. Ich schwimme einfach auf die mittlere Öffnung zu und guck da rein. Du schwimmst auf die mittlere Öffnung zu. Ja, dann schwimmst du drauf zu, kannst da durchschwimmen. Hast du das Gefühl, als ob du durch irgendeine Membran schwimmen würdest oder so. Und dann blickst du in einen unregelmäßig geformten Raum. Du siehst jede Menge Korallen, Metallstücke, Korallen, Sand und Knochen. Sehe ich Garula? Nein, du siehst kein Garula. Soll ich noch ein bisschen mehr da umsehen? Ich schaue mich noch ein bisschen um, ja. Ob ich da irgendwas Interessantes finde. Ich würde eigentlich Uma direkt folgen und Leute den anderen auch los hinterher. Wollen uns hier doch nicht trennen. Packt euch mal da in den Raum rein. Ignoriert, dass also ihr den Rest... Also ich guck zumindest so. Wir können ja nicht sabbeln. Ihr dürft genau ignorieren, dass ihr den Rest der Karte sehen könnt. Genau, ihr müsst euch mit Handzeichen oder Ähnlichem verständigen. Und ja, ihr guckt euch da so ein bisschen um in dem Raum. Und dann sieht Uma zum einen auf der anderen Seite auch wieder so eine Membran, die wohl offensichtlich weiterführen würde. Und Rodriguez findet eine Keramikkugel, ungefähr so faustgroß, die da in dem Kram liegt, die du als Cypher identifizierst. Oh. Ja, ja, schwimme ich dahin. Greife danach. Ja, guck mir aber vorher an. Ah, okay. Hast du die in der Hand? Und die kann man damit kann man Wasser verdampfen lassen. Das heißt, man kann die auf irgendjemanden schleudern, dann wird das Wasser verdampft und dann macht das Ganze Schaden. Oh, das ist gut. Wir wissen ja nicht, was uns noch so erwartet. Ich deute auf die Membran und gestikuliere Halifax, dass er vorschwimmen soll. Macht Halifax. Jo, Halifax schwimmt durch die Membran. Moment. Und kommt in einen Raum mit irgendwelchen Röhren. Du siehst Pflanzen, die du noch nie gesehen hast. Die sehen so lang rot aus und haben Tentakeln überall. Und
In dem Moment, wo du da reinblickst, machen wir dir mal einen Intellektwurf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Moment. Ich möchte mich anstrengen, egal was passiert. Ja. Gut. Du spürst irgendwie komische Schwingungen, bist aber in der Lage, dich erstmal zu konzentrieren. Du könntest, du hast aber keine Ahnung, wie dir wieder rauskommt, weil du siehst auch keine Öffnung. Die Öffnung, die Uma gesehen hat, die hast du nicht gesehen. Okay. Was macht denn der Rest, während Halifax da... Ja, was macht er denn da jetzt so? Ich weiß nicht, du musst da durchschwimmen, um das zu sehen. Ach so. Ja, dann sorgt ihr einfach nur vor, also schwimme ich durch. Ja. Dann macht ihr bitte alle mal auch eine Intellektprobe gegen Stufe 3. Ich streng mich an. Ich streng mich auch mal an. Rias hat ihn nicht geschafft. Nö. Da bin ich jetzt. Ah, ja. Gut, dass ich mich angestrengt habe. Anstrengen. Rodriguez, du bist irgendwie verwirrt. Du weißt nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich passiert. Aber irgendwie hast du die Orientierung verloren. Ihr seht, wie Rodriguez anfängt, auf eine von diesen komischen Blumen zuzuschwimmen. Ich halte ihn mal zurück. Ich packe ja Ärmel und versuche ihn anzugucken und schüttel den Kopf. Rodriguez, was machst du denn? Ja, wenn ich zurückgerissen werde, dann ruder ich erstmal mit den Armen, guck so über meine Schulter, versuche mich zu orientieren, wo ich bin und wo die nächste Wand ist. Um mich da mal so dran festzuhalten. Gut, ja, dann kommst du wieder so halbwegs zu dir und weißt auch nicht so genau, wie du da hingekommen bist. Ich mache so. So, also wir anderen, die den Wurf geschafft haben, kriegen aber mit, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist in der Höhle, ne? Ja, das kriegt ihr mit. Dann gestikuliere ich, dass wir durch eine der nächsten Öffnungen zügig weiterschwimmen. Welche willst du denn, die oder die? Ich deute dahin, wo ich die beiden Durchgänge sehe und mache eine fragende Geste zur Gruppe. Muss ja nicht alles ich entscheiden. Und sowas wie oben oder unten? Ja, was sagt denn die? Was gestikuliert denn die Gruppe? Ich sage voran. Wohin halt? Ja, Uma, die machen komische Gesten, die du nicht verstehst. Ich klopfe ihm auf die Schulter und Daumen hoch und gut, dann und so, wir jetzt so mach mal, entscheide du. Gut. Okay. Dann, ich packe die jetzt nicht immer weiter. Ihr schwimmt wieder durch die Öffnung. Und kommt in einen Raum, der von dunkelgelben Adern durchzogen ist. Es gibt hier eine goldene Flüssigkeit, die sehr träge und dickflüssig ist. Und die Adern sind auch alle, also wenn ihr da rankommt, die sind alle warm. Nicht kochend, aber warm. In der Mitte gibt es eine seltsame baumartige Struktur und an den Enden der Äste wachsen Früchte. Oh, Früchte? Mhm. Okay. Reagiert eigentlich irgendwie mein Aquaman-Anzug auf irgendwas, der Dinge, die wir da machen? Gut. Nein. Dein Aquaman-Anzug reagiert nicht. Faszinierend. Wissen wir überhaupt, wie Garolan aussieht? Ja. Gut.
Nicht, dass wir einfach dran vorbeischwimmen und es nicht mitkriegen. Nein, ihr habt euch eine Beschreibung geholt, also das würdet ihr merken. Ja, aber hier ist offensichtlich keins. Was macht unsere Begleiterin? Ja, nichts. An die hängt auf Uma rum. Okay, also die ist jetzt, macht auch keine Anstalten jetzt irgendwie, kriegt keine großen Augen oder so. Die siehst du ja gar nicht. Oma ist von so einer durchsichtigen Masse eingehüllt und das war's. Achso, das ist, wir können sie gar nicht wahrnehmen. In keiner Weise, genau. Okay. Hm? Es sei denn, einer von euch kann Telepathie. Nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass man das mit Jack-Fertigkeiten lernen kann. Ja, dann schwimmen wir weiter in Halle 9. Wenn in Halle 8 nichts ist, was uns interessiert, schwimmen wir erstmal weiter. Okay. Oh. Ja, dann. Okay. Ja, ihr schwimmt da rein und blickt erstmal in einen Raum, der leer zu sein scheint. Jedoch nähert sich dann von weiter hinten eine durchsichtige Kreatur. Die inneren Organe sehen so ein bisschen aus wie eine Uhr. Also es gibt da schwarze und rote Zahnräder. Und die kommt auf euch zugeschwommen. Ich gestikuliere Halifax, dass er mal sich nach vorne begeben soll. Nur für den Fall. Ja, mache ich mir die Harpune vor mich gehalten, stelle ich mich mal der Kreatur in den Weg. Ja, dann kommt die Kreatur weiter auf dich zugeschwommen. Macht sie denn einen friedlichen, aggressiven, was für einen Eindruck macht sie? Du hast ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist eine durchsichtige Kreatur mit Zahnrädern. Bist du in der Lage, da irgendeine Mimik zu erkennen? Bestimmt. Okay, ja, dann darfst du das selbst entscheiden, was für einen Eindruck sie macht. Dann ist sie friedlich. Ja, die bleibt dann ungefähr so einen Meter vor Halifax im Wasser und schwebt da so vor sich hin. Mhm. Na dann. Blubber ein bisschen. Ja, das hat keine weiteren Auswirkungen. Dann versuche ich mal vorsichtig an der Kreatur vorbeizuschwimmen. Ja, gib mir mal bitte eine Stufe 2 Geschicklichkeitsprobe. Geschwindigkeit oder was? Geschwindigkeit, ja. So, dann schwimmst du da ohne Probleme dran vorbei. Und du versuchst auch nicht, mich aufzuhalten oder so? Nein. Du hast so das Gefühl, dass die kurz so die, was auch immer, Tentakeln, quallenartigen Dinge nach dir kurz so wabern, aber berühren dich nicht. Dann schwimme ich mal vor in Raum 10 und gucke, ob ich da irgendwo Garolan sehe. Ja, du guckst da rein. Und beziehungsweise du kommst da gar nicht richtig rein und stellst dann fest, dass der Raum irgendwie, das Wasser scheint da härter zu sein als anderswo. Okay, dann zucke ich mit den Schultern hoch und schwimme zurück zur Gruppe. Und gestikuliere, dass wir wieder zurückschwimmen, um halt in dem psychoaktiven Raum den anderen Durchgang mal zu prüfen. Gut, dann schwimmt ihr zurück. Ja, warte mal. Dem Raum Nummer 8 würde ich mir sonst noch mal so eine Frucht angucken. Ja, kannst du machen. Ja, ich weiß nicht. Sieht da eine reif aus? Ja. Dann würde ich mir so eine reife Frucht pflücken. Als du eine pflückst, siehst du, wie die Flüssigkeit in diesen Baumadern anfängt zu wallen und zu wabern. Oh. Ich beobachte das jetzt erstmal, was da passiert. Ja, nichts weiter. Das Wald und Wabert, okay. Mhm. Du sagtest vorhin, wir wissen, wie Garolan aussieht.
Ja. Wissen wir auch, wie es sich, also wie es produziert wird? Ja, das wird von irgendwelchen Spinnen produziert. Ah. Also da habt ihr euch, das hat euch Davula sehr genau erklärt. Mhm. Ah, ja. Ihr wollt noch weiter in dem Raum bleiben oder zurückschwimmen? Jetzt kommen wir erstmal weiter zurück und dann okay. Raum 7 und 6 erforschen. Gut, dann schwimmt Uma wieder vor und ihr kommt in einen Raum, wo die Wände Wärme abstrahlen. Allen bis auf Uma ist das echt unangenehm. Das Wasser scheint kurz vor dem Siedepunkt zu sein. Die Folie schützt uns so ein bisschen. Ja, das ist richtig. Aber nicht so viel. Ich weiß gar nicht genau, wie viel steht das dabei, ob die gegen Hitze schützt? Ich habe gar keine Unterlagen darüber. Rodriguez ist doch hier der Folienmensch. Ja, grundsätzlich schon, aber wir haben uns nur 5-mal Folie aufgeschrieben und keine Eigenschaften dazu. Dann kriegt ihr alle bis auf Uma einen Punkt Hitzeschaden. Okay. Oh. Das tut weh. Und ihr seht Spinnen hier rumlaufen, die einen blauen Schleim absondern. Oh. Und ihr wisst, dass man auf dem Schleim der Skarolan gewinnt. Ah. Mhm. Jackpot. Ah. Ja, ihr könnt versuchen, das einzusammeln in Geschwindigkeit gegen Stufe 3. Da versuche ich das mal. Und ich auch. Ich auch. Anstrengen. Ich streng mich auch an. Hätte ich gar nicht gebraucht. Ich streng mich auch an. Kann man das irgendwie vorher einstellen mit dem Anstrengen? Ich kann das immer nicht. Nee, ich glaube nicht, das kannst du ja auch vorher sagen. So, ich sehe, drei Leute haben, der Rest will nicht. Doch, jetzt kommt noch einer. Doch. Ja, ich nicht. Also das wäre Stufe 2 mit Anstrengung, ne? Ja. Das war wohl nichts. Ich kann ja noch mal einen Punkt ausgeben. Nee, ich gebe mal Punkt aus. Ich möchte noch mal würfeln. So. Ihr nehmt einen weiteren Hitzeschaden, außer Uma. Ach, jetzt. So, noch ein Hitzeschaden, okay. Ja. Und habt jetzt diverse Sachen von diesem blauen Schleim bei euch. Gut. Wie viel von dem Zeug brauchen wir? Ihr braucht 2 Portionen und ihr habt jetzt 10. Oh. Das wollte lang. Den Rest können wir zur Not verticken. Ja. Dann würde ich die Gruppe jetzt wieder rausführen. Gut, dann führst du die Gruppe wieder raus und ihr schwimmt dann wieder Richtung oben. Als ihr seht, wie sich ziemlich schnell etwas von oben nähert. Moment, ich habe auch ein Bild. Ja. Und zwar Kreaturen, die sehr geschickt auch schwimmen können. Moment. So, bitteschön. Oh. Die Kleinen oder die Großen? Der Große und die Kleinen. Ich schicke keine Halifax vor, weil die Kreaturen auch wieder so freundlich aussehen. Ich glaube, das ist genau Halifax Kragenweite. Ja, wir geben uns mal auf eine andere Karte. Und ihr wollt also versuchen, nach oben zu schwimmen, sozusagen, ja? Das ist das Endziel, ja. Das hört sich schlau an. Ich vermute, diese Wesen werden uns nicht einfach vorbeilassen. Ja, die kommen auf euch zugeschwommen mit ziemlicher Geschwindigkeit. Ihr dürft alle mal Initiative machen. Moment, ich füge das mal eben zu. Initiative. Nein, ich glaube, das macht. Nee, so. Du kannst auf den Würfel klicken. Warte. Ja, mach mal wirklich links. Kampfliste. Auf den Würfel unter deinem Bild. Auf die Schwerter und dann auf die Würfel unter deinem Bild. Ja.
haben die schon wieder. Ach, toll. Cash hat den Würfel noch nicht gefunden. Ist so, du musst runterscrollen. Ganz runter, weil du momentan ganz unten bist in der Reihenfolge. Ah, da muss ich. Okay. Alles klar. Wir waren nicht lange in der Leiste. Okay. So. Ja, und die kommen erstmal auf euch zugeschwommen. Ziemlich schnell. Und landen dann bei schwimmen dann um euch rum, beziehungsweise eine greift Rodriguez an. Rodriguez, verteidige dich mal gegen Stufe 6. Ja. Nicht Rodriguez, Entschuldigung, Halifax, sorry. Ah. Okay. So, gegen Stufe 6. Ah, da reduziere ich auf jeden Fall einmal, also strenge ich einmal an. Naja, bringt mir Geld. Dann wirst du von den Armen, die die haben, getroffen, beziehungsweise du spürst, wie dein Kopf plötzlich ziemliche Schmerzen kriegt. Du kriegst 6 Schaden. Mentalen Schaden. Oh, okay. Was, mentalen? Mentalen. Oh, okay, das sieht nicht gut aus bei mir. So, Cash ist an der Reihe. Cash hat ja noch eine geladene Harpune, er schießt mal auf eine. Dann schieß mal. Gegen Stufe 6. Das trifft nicht, das ist Stufe 5. Nicht. Rodriguez. Ja, ich würde auch direkt mal mit der Harpune auf eine Kreatur schießen. Uiuiui. Ui, ui. Das geht vorbei. Was? Ja, gegen Stufe 6. Ach so, ah. Ja, das steckt gegen Stufe, Stufe 6. Eieiei. Ei, ei. Ich bin angestrengt. Ja. Ja. Ich versuche an dem vorbei hochzuschwimmen. Dann gib mir doch mal eine Geschwindigkeitsprobe gegen Stufe 4. Da strenge ich mich auch an. Nee, nicht 4 würfeln. Schwimmst los. Und 2 scheren sofort aus und schwimmen in deine Richtung. Halifax. Gut, der ist neben mir. Gut, ich prügel mal mit meiner Harpune zu. Das ist natürlich nur so ungefähr. Ne? Also die schwimmen halt um dich rum. Das, ja. Du prügelst mit der Harpune zu. Dann prügel mal. Was er sagt? Es ist vorbei. Oder triffst du besonders gut? Klar. Er hat eigentlich hier die tollen magischen Waffen. Ich nicht. Schack ist dran. Genau, Schack würde mal ihre Harpune nehmen und Richtung, das sind so viele, egal, Richtung, erstmal Richtung Uma schwimmen und Moment, den links von ihm abzulenken. Ich würde eine Finte machen. Ja. So, wägele eine Geschwindigkeitsprobe ab. Ja, mach mal. So, das ist wahrscheinlich auch gegen Stufe 6, ne? Ja. Moment. Ist halt anstrengend. Ja, da strenge ich mich an. Oder du brauchst einen anderen Plan. Einen anderen Plan? Ja, was auch immer. Alternative Pläne. Ich blende mal den freundlichen Herrn ein, der da oben wartet. Die oben wartet. Ich verstehe das nicht. Ja, der ist noch ein bisschen weg von euch. Ach so, mhm. Ja, schön. Sollen sich doch die unsere Kampfkraft darum kümmern. Ich mach das nicht. Also was machst du nun? Ja, ich guck gerade wegen der Vorhersehung. Moment, was war das denn jetzt? So, der ersten Aufgabe. Genau, habe ich noch eine Unterstützung. So, ich mache halt meine Vorhersehung, das zahle ich so. Mhm. Okay. Und habe eine Unterstützung jetzt bei diesem Geschwindigkeitswurf
für die Finte. So. Okay, dann mach mal. Und ich streng mich aber auch nochmal ordentlich an. Okay. Zweimal. Fünf, zweimal anstrengen, also um drei, also muss ich ja gegen drei dann wahrscheinlich schaffen, ne? Ja, gut. Jo. Dann triffst du eins der vier, beziehungsweise triffst es nicht, sondern lenkst es von Uma ab, genau, dass es Uma loslässt. Nee, es geht darum, dass derjenige, also der öffnet dadurch seine Verteidigung und ist leichter zu treffen. So, der macht erstmal nichts. Ja, das kann man aber auch, das darf ich auch anders interpretieren, bitte ich drum. So. Der schwimmt mal Richtung Rodriguez und Rodriguez, du spürst, wie der etwas in deinem Kopf dich angreifen will. In meinem Verteidige Kopf. Dich mal gegen Stufe 6. Mit Intellekt, ja? Ja. Okay, mal gucken, streng mich an. Du hast keine 6 Würfeln. Du machst den selben Fehler wie ich. Hatten wir früh gerade, ne? So, dann hast du 6, kriegst du 6 Punkte Schaden. Au. So. Der schwimmt hier momentan erstmal ein bisschen weiter. Der macht erstmal noch nichts. So, wo ist der? So. Das ist fies. Ja, die sind nicht so freundlich bis jetzt. Der schwimmt auch weiter. Der hier schwimmt der greift hier nochmal Halifax an und der hier greift Cash an. Verteidigt euch mal. Intellekt gegen Stufe 6. Ach, okay. Fast. Was? Bei der 2 ist nicht fast. Ja, die 20 hat sich da eben schon gezeigt. Das war auch nur 2 gewonnen. Nein. Wenn ihr noch Cypher habt, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt. Ihr seid dran, Cash. Ich habe sowas nicht sowas Praktisches. Ich habe mich verteidigt, also oder versucht da. Also, aber das hat ja. Oder bin ich jetzt. Du bist dran. Schaden kriege ich. So, 6. Und Schaden muss ich. Und Schaden, ich hatte es doch Schaden gesagt gehabt. Ja, wie viel 6, Schaden kriege ich bei der anderen? 6 Schaden. Okay, und danach bin ich bei Ihnen direkt jetzt bei 0. Ja, das stört dich persönlich jetzt nicht so sehr. Nein. Aber es erschwert alles, ne? Da war doch was. Es erschwert alles um eine Stufe, ja. Wunderbar, das wird immer besser. Das ist korrekt. Ja, Cash ist dran. Was tust du, Cash? Wo trage ich denn den Schaden ein? Bei Intellekt. Du ziehst Intellektpunkte ab. Ah. Genau. Okay. Unter dem. Ja, alles klar, gut. Dann bin ich ja. Mist. Ich merke schon, wir haben lange nicht gespielt. So, was tut ihr? Also die schwimmen um euch rum und greifen euch immer mal wieder an, während da oben irgendwie der Dicke steht und nichts macht. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, ich würde diese Kugel erst einsetzen gegen den Dicken da oben. So, aber ich würde sonst mal versuchen, diese Wasserdampfkugel gegen eins der Wesen zu schleudern. Okay, willst du das machen? Willst du der Cash andeuten, dass du das vor ihm machen willst? Oder Cash willst du erstmal tun? Ich lasse Cash auf jeden Fall, der ist ja in der Reihenfolge vor mir dran. Ich versuche mit beiden Händen, für die Waffe zu zwei Waffen, glaube ich. Ich versuche mit 2 Dolchen den jetzt zu massakrieren. Dann greif ihn mal an. 18 oder mehr. So. Ja. Das geht haarscharf. Mit beiden drücke ich dann zweimal auf Dolch oder ist das wie. Nee, das ist, du drückst nur einmal. Aber ich gucke gerade, ob du einen Boni kriegst. Ah, du kriegst einen Boni, weil es ein Dolch ist. Ha. Dann triffst du ihn tatsächlich und ritzt den so ein bisschen. Aber machst jetzt nicht wirklich viel Schaden. Aber du siehst, dass du ihn zumindest getroffen hast. Was macht Rodriguez? Also ich würde dann auf den, der direkt vor mir ist, die Kugel werfen. Ja. Das wäre dann, das Fernkampf geht auf Geschwindigkeit, ne? Ja, ne, brauchst du in dem Fall nicht würfeln. Du wirfst die einfach. Okay. Und die fliegt dahin. Und du siehst dann, wie die Kugel so einen Kreis formt, da wo du sie hingeworfen hast. Und dann einige dieser Kreaturen erfasst werden und die einen Moment sich erstmal nicht mehr rühren. Insgesamt erwischst du auf die Weise
3 Stück. Mhm. So, was macht denn Oma? Oma ist das alles zu blödchen mit den Viechern und er nimmt, benutzt jetzt seine Fähigkeiten und sagt Ansturm Körper gegen den Schack da abgelenkt hat. Okay, dann mach mal. Genau, ist um eine Stufe als erleichtert. Ich weiß, also ich habe das im Griff, im Auge, wie auch immer. Aber das reicht trotzdem nicht. Nee. So, was macht denn Halifax? Halifax, du hast keinen Gegner. Doch, der sich nicht bewegen kann, oder? Ja, der sich nicht bewegen kann. Kann ich den ganz ausschalten, die Runde, indem ich ihm einfach meine Harpune durch den Hals steche oder so? Ja, kannst du tun. Dann kannst du aber sonst nichts machen. Dann würde ich das machen. Mehr kann ich nicht. Dann triffst du den und einmal so richtig durch den Hals, ziehst die Harpune einmal durch und wieder zurück. Der Kopf trennt sich so halb ab und dann rührt er sich nicht mehr. Schack ist dran. Ja, Schack würde jetzt erstmal Oma helfen und versuchen, den Fischmenschen da zu erledigen mit der Harpune. So. Aber das klappt nicht. Das klappt nicht. Ihr seht, dass der Große von oben sich in eure Richtung bewegt. So, dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Ja. Kann man die, das ist ein bisschen doof. Ach so, so geht das hier. Die sind noch nicht da. Ah ja. Oma, du wirst angegriffen. Verteidige dich gegen Stufe 6. Ist da, sind die, haben die Viecher irgendwas Metallenes? Oder nein. Kein, schade. Das sind Fischwesen. Warum sollen die was aus Metall haben? Bleivergiftung. Ja. Klappt. Wunderbar. Du weichst elegant aus und kannst so ein bisschen dich freischwimmen. Ja, immerhin so. Cash, du wirst auch, Shaq, du wirst auch angegriffen. Verteidige dich gegen Stufe 6. Mit Intelligenz oder? Ja, mit Intellekt. Ach so, ja, dann strenge ich mich 2-mal an. Dann mach mal. Nein, reicht trotzdem nicht. Dann kriegst du 6 Punkte Intellektschaden. Au, Moment. Ja, ich sehe gar nicht mehr gut aus. So, und die vor Cash, der vor Cash ist immer noch bewusstlos. Nee, das heißt, nicht. Cash wäre dran. Er ist bewusstlos? Okay. Ja, den hat Rodriguez irgendwie ausgeschaltet. 5? So, ja, dann hau ich ab. Ja. So, das heißt, du schwimmst wo lang? Gib mir mal, zeig mir Ping mal, wo du hinschwimmst. So, an dem Großen vorbei oder direkt auf den zu? Oder was ist der Plan? Dann vorbei. Wer von euch hat eigentlich diese tolle Waffe? So, hier so hin? Und hier. Ja, irgendwie so. Ach, vielleicht der Spielleiter? Nein. Eine tolle Waffe diese komische Artefaktkanone. Rodriguez, du bist gemutet. Artefaktkanone? Haben wir sowas? Ich hab sowas nicht. Nee, ich. Auch nicht. Ich hab vorhin geguckt, einer hat die. Du meinst die Stahllanze oder wie? Ja, genau. Ja, aber wir müssen immer noch gegen Stufe 6 treffen. Und so wie wir würfeln, wird das nichts. Ich muss sie auch noch kurz in meinen Unterarm anlegen und unter Wasser. So, ja. Rodriguez, was machst du? Ash ist nach oben geschwommen. Ja, unter der Voraussetzung, dass wenn wir das Mutter- oder Vatertier töten, die anderen auch nicht mehr wissen, was sie tun sollen, würde ich ihm folgen. Okay, das heißt ungefähr hier so hin? Ja, das ist schick. Okay. Ja. So, Oma. Ja. Du könntest nach oben schwimmen, du hast ein bisschen Abstand zu dem gewonnen. Dann mache ich das. Dann sehe ich zu, dass ich nach oben komme. In der Hoffnung, dass wir da mit unseren neuen Freunden da an der Wasseroberfläche Verbündete haben, die uns gegen die Viecher helfen. Halifax, was mit dir? Ja, wenn ich sehe, dass... Obwohl, Chuck kämpft da drüben noch, ne? Ja. Dann würde ich versuchen, rüber zu schwimmen und dann den Viech mal eine rüber zu geben. Oder einzustechen, beziehungsweise. Ja, dann mach doch mal einen Angriffswurf. So, nochmal. Jo, das trifft bei dir. Du müsstest einen Bonus haben, weil du ja Krieger bist oder Glaive.
Wie viel Schaden machst du? Ja, macht 4 Schaden. Okay. Du triffst den und schleuderst den erstmal so ein bisschen zurück, so dass er sich zumindest mal von Schack löst. Was macht Schack? Kaut ab. Ich schwimme Uber hinterher. Okay. So. Dann ist dieses fette Viech dran. Das schwimmt auf Rodriguez zu. Und Rodriguez, verteidige dich mal gegen Stufe 9. Ich streng mich 9 mal an. Ne? Tja. Ja, das kann ich natürlich gerne versuchen. Aber selbst mit Anstrengung wird das vermutlich nichts. Fast. 6 ist schon mal die Schwäche. Der schwimmt einmal in deine Richtung, berührt dich. Du spürst, wie dein ganzer Körper einmal durchzuckt. Du nimmst 10 Punkte Schaden. Okay. Das geht auf Kraft, ne? Das geht auf Kraft. Jo, dann treibe ich bewusstlos im Wasser. Nee, du musst alle Punkte auf Null haben. Du hast jetzt nur, deine Proben sind jetzt erschwert. Genau. Du kannst jetzt vorne, warte mal, bei Kampf, ja, da ist das Kästchen mit gesund, da kannst du jetzt beeinträchtigt anklicken. Ja, okay. So, Cash ist an der Reihe. Während, weil die anderen noch alle bewusstlos sind oder etwas orientierungslos herumschwimmen. Du kannst versuchen, nach oben zu kommen, Cash, an die Wasseroberfläche, Stufe 3 Kraftprobe. Oder Rodriguez zu retten. Hat er sich tatsächlich mit dir angelegt? Dann schwimme ich doch rüber. Und dann? Kannst du was tun? Die Harpune muss man laden, vermutlich, ne? Die Harpune muss man laden, ja. Gut, dann nehme ich meine Dolche. Und versuchst den dann irgendwie abzulenken, irgendwie. Was auch immer. Ach so. Okay. Ja, ich hätte ihn auch markieren können, aber gut. Brauchst du nicht. Du kannst, okay, alles klar. Also du fummelst mit den Dolchen rum und versuchst auf die Weise, Rodriguez so ein bisschen aus den Klauen zu befreien. Rodriguez, du kommst frei, weil der sich Cash zuwendet. Alles klar. Ach, was dran. Wir würden uns hier gleich gegenseitig retten. Haben wir noch irgendwelche Cypher, die wir nutzen können? Ich weiß nicht. Guck doch mal in eure Taschen. Meine ist verbrannt. Ja, ich habe nichts, was ich machen kann. Im Gegengift hilft uns hier nicht weiter. Eine Geheimtasche hilft uns hier nicht weiter. Stasis-Projektor hilft uns nicht weiter. Schmerzumkehrer ist zu spät. Du könntest, Rodriguez, was ist mit deinem Cypher? Ja, ich hatte gerade die Idee, also die Kugel mit Wasserdampf ist weg, ne? Ja, die ist weg. Genau. Dann lösche ich die mal eben schnell. Zack. So. Wie groß ist das Maul von dem Vieh? Du stellst Fragen. Moment. Also ich würde sagen, das ist schon so groß mindestens. Okay, dann versuche ich möglichst nah daran zu kommen. Und wenn es irgendwie das Maul aufreißt, mit meiner Dose Konstruktionsschaum. Da so ordentlich einen Schwall reinzudrücken. Also ich würde sagen, du versuchst die eher da reinzuwerfen, würde ich jetzt sagen. Wie auch immer, wenn das auch die Wirkung erzielt, dann. Ja, weil er da nicht mit rechnet, würde ich sagen, ist das gegen Stufe 5 Geschwindigkeit. Du kannst dich natürlich anstrengen. Ja, das würde ich dann wohl tun. Boah, ja, das trifft. Und dann in deinem Mund bläht sich der Konstruktionsschaum erstmal auf, so weißlicher Schaum rauf. Das scheint den aber eher wütend zu machen. Also er ist zwar kurzfristig verwirrt, aber naja. Ihr könnt alle versuchen, mit einer Stärke 3 Probe an die Oberfläche zu kommen, wenn ihr das wollt. Stärke 3. Stärke 3 ist Stufe 3. Ja, das passt. Ja, ja. Ja, ich streng mich nochmal an. Ja, ich streng mich auch an. Natürlich. Ich würfel nochmal, ich setze einen Erfahrungspunkt Och, ein. Oh nee. Ich setze auch einen Erfahrungspunkt ein. Und dann streng ich mich an. Ich habe dich gepatzt. Aber Uma hat gepatzt. Ich streng mich nochmal an. So. Das sieht besser aus. Okay, das
3 sind 2. Uma hat das ignoriert, dass er das eigentlich nicht darf. Aber gut. Ja, ihr schwimmt zügig Moment, nach oben. Ich muss ja nochmal würfeln. Oh. Nein, das Anstrengen hat alles noch verschlimmert. Ihr seht dann nur noch, wie ihr seht dann, wie Chuck hinter euch zurückbleibt in der Dunkelheit. Ihr seht das leichtes Leuchten, das kommt von dem Leuchtstein. Wollt ihr irgendwas tun oder wollt ihr versuchen, einfach weiter zu schwimmen? Alle frei, soweit? Ja, ne? Ja. Ne, Chuck, ja, Chuck ist irgendwo da unten. Zurück. Können wir ja nicht zurücklassen. Nee. Mal gucken, was können wir da machen. Die Frage ist, ob uns die Leute da an der Oberfläche helfen können gegen die Viecher. Wenn wir jetzt, oder wenn jetzt zumindest einer schnell auftaucht und Hilfe heranschafft, dann haben wir vielleicht bessere Chancen gegen die Viecher. Oder können sie allein durch zahlenmäßige Überlegenheit einfach verscheuchen? Herr Rodriguez, du könntest versuchen, Chuck zu retten. Ja, das will ich wohl tun. Werf dir deine Extrazeit ein und dann werd schnell. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Genau. Dafür hast du ja den Kram. Kriegt auch bestimmt ja, demnächst wieder neue. Das Problem ist nur, ja, das hatte ich auch im Kopf, das Problem ist nur, dass mich das 3 Kraftpunkte kostet, die ich nicht habe. Ich bin mit Kraft auf 0. Dann drückst du doch jemand anders schnell in die Hand. Wieso? Er kann doch einfach eine Aktion für einen Erholungswurf machen. Ja, du kannst noch erholen. Du hast noch alle Erholungswürfe. Das kannst du auch tun. Ja, aber kannst du es auch weitergreifen? Ja, mach, was du willst. Entscheiden Sie. Entscheiden Sie jetzt, bitte. Ja, das. Wer sieht denn von uns noch fit aus? Halifax hat noch richtig viel Kraft. Halifax sieht noch fit aus. Ich drücke ihm das Ding in die Hand. Guck mir etwas dumm aus der Wäsche. Ich schau. Das kann er am besten. Schau etwas. Ja, jetzt, Halifax, bitte. Ich gucke mich ein bisschen hilflos um, guck, was ich da in der Hand habe und schau, wie ich es benutzen kann. So eine, ja, so eine Pille musst du einwerfen, weißt du. Das ist gut. Naja, mit Intellekt 0 gerade, glaube ich, bin ich nicht so ganz zurechnungsfähig. Ich stoppe das Ding dann einfach in den. Genau, du spürst, du siehst, wie alles neben dir plötzlich langsam wird. Du siehst nur, wie Rodriguez, wie in Zeitlupe, was macht Rodriguez in Zeitlupe? Ich mach was in Zeitlupe. Denk dran, dass du nicht reden kannst. Dann würde ich nach unten schwimmen nochmal. Jo, dann schwimmst du richtig schnell nach unten, siehst Chuck, die da irgendwie in der Wasser, bewusstlos unter Wasser rumschwimmt und versuchst, die mit einer Stärkeprobe gegen Stufe 3 zu greifen. Liebe Zeit, okay. Ich streng mich an. Einmal oder zweimal? Einmal. Da gewürfelt? Nein. Jetzt doch. Jetzt? Ah, sehr gut. Schön, okay, alles klar. Hättest dich mal zweimal angestrengt. Möchtest du einen Erfahrungspunkt ausgeben? Ja, mach ich. Soll ich dann nochmal? Ja, natürlich. Dann darfst du nochmal. Ja, ah. Besser. Und dann das seht ihr, aus. Wie Rodriguez, Halifax mit hoher Geschwindigkeit an euch vorbeigeschossen kommt, durch die Wasseroberfläche durchbricht. Und dann seid ihr oben an Bord, seid ihr oben und könnt an Bord eures Schiffs krabbeln. Ja, ich ziehe mich rauf und erhole mich erstmal. Eine Aktion. Und ihr seht auch, und dann seht ihr, wie um euch herum das Wasser anfängt zu brodeln und da diese Viecher auftauchen. Könnt natürlich jetzt schnell auf den, also ihr habt ja theoretisch die Möglichkeit, jetzt abzuhauen. Werden wir tun, ne? Werden wir tun. Ja, klar. Wir haben ja, was wir wollten. Oh, dann drückt ihr auf den Knopf. Euer Schiff fährt sofort los und der Walfänger, wo die von oben anfangen, auf diese Viecher zu schießen und das ganze aufgewühlte Wasser bleibt hinter euch zurück. Was ist mit meiner Hülle? Wir haben doch noch die Forscherin. Ja, haben wir jetzt mal mitgenommen. Die nehmen wir jetzt mal mit. Die löst sich von dir.
und springt ins Wasser und schwimmt Richtung Schiff. Achso. Okay. Bye. Chaos hier heute. Tatsächlich verläuft die Rückreise nach Harmut ohne Probleme, sodass ihr nach weiteren 5 Tagen heil und wohlbehalten dort wieder ankommt. Und vielleicht überlegt, eure nächste Tiefsee-Expedition auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Auf jeden Fall. Halifax schwört eine Einigkeit, nie wieder auf Wasser zu gehen. Ja. Als ihr in Harmut ankommt, ist da gerade richtig was los. Ihr seht, dass über den Papierfabriken ein großer Zeppelin schwebt, der da anscheinend landen will. Mhm. Hatten wir sowas schon mal gesehen? Ihr wisst zumindest, was ein Zeppelin ist. Ihr habt gehört, dass in der Hauptstadt Quinn die Leute in den Dingern leben und auch da die Straßen nicht betreten, sondern damit von A nach B auch zu Leuten zu Besuch reisen und so. Aber gesehen habt ihr sowas noch nicht. Wow. Doch, ich habe sowas schon mal gesehen. So 100 Meter. Also Hindenburggröße. Jo. So, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben den Virus bekämpft, wir haben jetzt Garolan. Jetzt brauchen wir noch dieses komische Impossible Blade. Genau. Wisst ihr denn, wo das Impossible Blade ist? In Axel. Da hat einer aber ganz viel aufgeschrieben und mitgeschrieben. In. Moment. Ja, das hier. Kann durchaus sein. Ax von. Jo, das wäre da. Ja, genau, irgendwie in den Bergen. Ah. Oh, okay. Dann müsste er ja wieder den Fluss rauf. Oder, ja. Oder halt wahrscheinlich mit dem Zeppelin. Sonst hätte der Spieler da ja nicht gesagt, dass da jetzt plötzlich so ein Zeppelin auftaucht. Ich wink des Schicksals. Ja. Überraschung, Überraschung. Na sowas. ihr seht, dass der Zeppelin tatsächlich da gelandet ist. Und dann seht ihr, dass da Leute rauskommen, anfangen, einen Tisch aus dem Zeppelin zu tragen, ein Tischtuch drauf zu tun und dann da so vergoldetes Geschirr raufdecken und dann eine Dame und ein Herr da raustreten und sich an diesen Tisch setzen und offensichtlich essen oder trinken. Dekadent. Wie jetzt hier irgendwie direkt im Ort und. Nee, über den Papierfabriken. Das ist so ein bisschen außerhalb, also in der Nähe des Ortes. Sind da jetzt gelandet oder das? Ja. Wie verstehe ich das? Aha. Die sind da gelandet. Ja. Ja, ich würde sonst da. Wie lange sind wir jetzt? Wir sind gerade erst angekommen, ne? Ihr seid gerade erst angekommen, ja. Ach du meine Güte. Aber wir wissen ja auch nicht, wie lange die bleiben, ne? Ja, das stimmt natürlich. Da haben wir nur Tea-Time. Ich würde vorschlagen, du gehst mal hin, stellst dich ganz freundlich vor. Und wir haben ja Garolan. Wir haben ja deutlich mehr Garolan, als wir brauchen. Garolan ist ja durchaus wertvoll. Vielleicht kannst du da ja irgendwie eine Überfahrt oder einen Transport verhandeln. Ja, das könnte ich tun. Ich richte mich mal so her, wie es irgendwie geht, dass es wieder halbwegs zivilisiert aussehe. Und steck mal alles andere weg, also Armbrust, Harpune und so weiter. Nimm aber meinen Spazierstock und spaziere ganz elegant einmal darüber. Ja, dann kommst du da an, du näherst dich. Da stehen auch einige Leute, die in der Papierfabrik arbeiten. Einer ist da auf so einem schwebenden Baumstamm, hat er sich niedergelassen. Aber die halten alle Abstand, also mindestens 50 Meter. Und die gucken so in deine Richtung. Als du dich näherst, winkt er einen der Diener. Und der Diener kommt dann auf dich zu. Entschuldigung, das ist hier geschlossene Gesellschaft. Oh, das sieht ja gar nicht so geschlossen aus. So eher so, wie ein... Der Pöbel darf sich verziehen, hat mein Herr gesagt.
Der Pöbel, so. Der Pöbel darf sich auch gerne verziehen, aber ich zähle mich eigentlich nicht dazu. Und er mustert dich und stellt fest, dass du nicht in bester Form bist. Nun, wir haben alle schon mal bessere Zeiten gesehen. Außerdem habe ich ein Angebot zu unterbreiten. Ja, was habt ihr, was meinen Herrn interessieren könnte? Wie wäre es mit einer Substanz, die sehr selten ist, die wir uns ergattern konnten? Was soll denn das für eine Substanz sein? Na, du, das würde ich eigentlich lieber mit eurem Herrn besprechen. Gib mir mal eine Überzeugenprobe gegen Stufe 2. Überzeugen, das Intellekt, ne? Ja. Aber ich streng mich auch an. Okay. Nun gut, ich werde meinen Herrn das ausrichten. Einen Moment bitte. Und dann siehst du, dass er da hingeht, irgendwas mit den beiden spricht und der Herr dann sich erstmal so ein paar imaginäre Krümel von seinem Anzug wischt, aufsteht und dann in deine Richtung kommt. Mein Name ist Montgomery der Dritte. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, meine Dame? Und ich bin Chuck und meinen Nachnamen habe ich zur Reise abgelegt. Ich habe ein Geschäft vorzuschlagen. Haben Sie? Ja. Nun, ich bin vielleicht nicht abgeneigt. Worum geht es? Es geht darum, wir würden gerne mitreisen, wenn das möglich wäre. Mitreisen? Nun, wir sind sehr beengt. Tatsächlich. Schade, ich habe mein Gel ist leider alle. aber vielleicht, also wir brauchen nicht viel Platz. Und das wäre ganz hervorragend, wenn zufällig die Reise zumindest in grobe Richtung Axfon gehen würde. Was bietet ihr mir denn dafür? Ich bin ja kein Taxiunternehmen. Nein, natürlich. Ja gut, auch ein Taxi will bezahlt werden. Wir hätten da etwas sehr Seltenes anzubieten. Wir hätten da Garolan. Nun, ich hörte von dieser Substanz. Sie soll ja ganz wunderbare Dinge bewirken. Wie viel haben Sie denn davon? Eben ganz kurz überlegen, wie viel haben wir jetzt davon gesammelt? 10 und 2 brauchen wir, also hätten wir 8 über. Ich glaube, 3 brauchen wir, aber. 3 brauchen wir? Ich glaube, 3, ja. Aber. Ich würde sowieso nicht alle anbieten. Ich würde jetzt 1 anbieten. Mhm, genau. Also ich könnte eine Dosis Garolan für diese Reise locker machen. Eine Dose nach Abten, eine Portion Garolan für eine Reise nach Abten. Nach Abten ja, nee, wäre nicht so gut. Also ich glaube, dass da kommen wir nicht ins Geschäft. Wenn Sie 5 hätten, dann könnte ich Ihnen sicherlich einen Platz im Gästequartier anbieten. 5? Das ist aber, das ist aber reichlich. Nun, ich würde sagen, ich habe das Transportmonopol gerade, was fliegende Gefährte anbelangt. Ja, das ist wohl richtig. Aber ich habe auch gehört, dass es sehr, sehr viel schwieriger geworden ist, Garolan zu ernten. Und die üblichen Erntegründe sind gerade nicht, kann dort gerade nicht viel holen. Und was bieten Sie mir denn? Also eins ist indiskutabel. Ja, wie wäre es dann mit 3? Und ich nehme Sie dafür mit nach Abten. Axfon. Und ja, mich und meine Begleiter. Begleiter? Ja, meine Begleitung. Jene Herren, die dort hinten etwas unbeholfen rumstehen, ja? Ja, ich habe beschlossen, sie erstmal nicht euch weiter zu belästigen zu lassen. Nun gut,
Aber nicht in diesem Zustand, werte Dame. Ich würde sagen, wir brechen morgen früh auf und Sie bringen sich bis dahin in einen Zustand, der meiner Gesellschaft angemessen ist. Das wird überhaupt kein Problem sein. Ich kenne da genau den richtigen Ort dafür. Juhu, wie das dort aus? Diesmal ohne Pille. Unsere Ausreinigung langt diesmal. Ja. Würde ich auch gleich sehen. Ja, und ich kann ja vielleicht mal ein bisschen bessere Kleidung auftreiben. Wunderbar. Sind doch ein bisschen abgetragen hier alles. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann noch fix. Ihr bringt euch einmal auf sozusagen in Form. Ihr reinigt euch. Halifax, was mit dir? Ja, ich ringe mich diesmal tatsächlich durch, weil ich ja dieses Abenteuer auf der See überstanden habe und nie wieder damit was zu tun haben möchte. Und das muss mit Innenreinigung oder nur die Außenreinigung? Die Innenreinigung hat er doch schon hinter sich. Nee, Halifax ja nicht. Nein, das außen reicht. Außen reicht. Gut. Ja, dann kleidet ihr euch ein wenig ein, was euch nochmal die Summe von 50 Shin oder eine Portion Garolan kostet. Kann ich sonst einfach Beziehungen oder sowas spielen lassen? Also. Würfel mal bitte. Gib mal die 20 Würfel, gucken mal, wie hoch der ist. Möglichst hoch, damit du weißt, auf was du dich mental konzentrieren musst beim Würfel. Moment. Na toll. Nee, also da müsstest du dich schon von der Portion trennen für alles, so für Reinigen und so weiter und so fort. Das heißt, er hätte dann aber immer noch 6. Ja, gut. Ja, und dann geht es am nächsten Morgen auf das Luftschiff. Ihr bekommt sehr kleine Koje mit so einer Hängematte zugewiesen. Und an dieser Stelle machen wir das nächste Mal dann weiter. Ich muss ja gestehen, der Unterwasserteil hat mich etwas. Ich finde das echt schwierig, dieses Dreidimensionale zu handeln in irgendeiner Form. Das ist gar nicht so einfach, wenn die Gegner auch noch von oben kommen können und von unten und überhaupt. Naja. Gehen wir noch irgendwo hin oder sind wir einfach so fertig? Wir können zu Lorch und Lama gehen oder. Zu Kiewatzki, ich glaube, hab mir gedacht, dass wir zu Leuchten Lama gehen. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber ich würde da bitte gehen wir hin. Dann reden wir doch einfach mal dahin. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen oder auch fürs Nachschauen, was immer ihr tut. Und in 14 Tagen gibt's Conan und zwischendurch gibt's vielleicht nochmal eine Vorstellung von einem Produkt, das muss ich nochmal steuern. Und ja, bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.